Hallo Linda. Hallo. Was machst du hier im Kupferdächle? Ich bin Theaterpädagogin. Hat es zur Schauspielerei also nicht gereicht? Also tatsächlich habe ich früher auch geschauspielert und bin von der Bühne hinter die Bühne gewandert sozusagen. Ich glaube sogar, es ist ziemlich wichtig, als Theaterpädagogin auch mal selber geschauspielert zu haben, weil ich glaube, man kann nichts vermitteln, was man nicht selber schon mal gemacht hat. Und deswegen hoffe ich, dass ich aus meiner Erfahrung dann auch den Jugendlichen hier im Haus was mitgeben kann. Eine Tasse Tee und Birkenstock gehören ja schon zu deinem Berufsoutfit, oder? Wenn ich den Tee noch gegen Kaffee eintausche, dann finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Was sagst du dazu, dass Pädagogen nur quatschen und nichts machen? Also es gehört auf jeden Fall beides dazu, sowohl das Quatschen als auch das Machen. Gerade im Theater geht es ja vor allem viel ums Machen. Also wir haben ja hier im Haus mehrere Theatergruppen, die hier proben. Momentan sind es zwei, die jeweils einmal die Woche hier proben, angeleitet von mir bzw. anderen Theaterpädagoginnen auch. Und wir haben einmal im Jahr mindestens eine große Aufführungsreihe. Also ich würde schon sagen, dass da auch viel Praxis dabei ist. Aber natürlich muss man auch planen und konzipieren und Textbuch schreiben. Das gehört natürlich auch dazu. Stimmt's, dass Pädagogen jeden Nachmittag frei haben? Also gerade Theaterpädagogen ja eher nicht, weil, wie gesagt, die Proben und Aufführungen ja eher nachmittags und abends sind. Und auch so, was ich an Kolleginnen und Kollegen habe, habe ich eher das so erlebt, dass die Arbeit einen auch in der Freizeit noch begleitet, da man immer nach Inspiration sucht und neue Ideen sammelt. Ja. Eins noch. Magst du Mandalas? Also ich weiß nicht bei Mandalas, ich bin da echt neutral gegenüber eingestellt. Und jetzt? Also wenn ihr Lust gekriegt habt, Theater zu spielen oder generell schon immer Lust habt, Theater zu spielen, könnt ihr gerne ins Kupferdächle kommen. Hier gibt es Gruppen, denen man sich anschließen kann. Man kann sowohl sich einfach ausprobieren, als auch, wenn man Bock hat, bei Projekten mitzuwirken, an dem jährlichen Großprojekt mitspielen. Man kann hinter der Bühne helfen. Also hier ist echt alles möglich und ich freue mich immer auf neue Gesichter. Wir können hier.